Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Pacifica! Nee, Spaß beiseite. Wir testen den Enhanced Sniper Aiming Unflinching Perk. Ihr seht hier schon, Hollow Fires Heart, man weiß es nicht. Ist es drauf? Eben gedroppt im PvP, exotische Rüstung. Muss natürlich dann ein Solar-Ding spielen, weil die Solarfähigkeiten regenerieren dann schneller mit der Rüstung. Und hab hier noch eine neue Handcan drin, deren Namen ich leider jetzt in den Infotext schreiben muss, weil ich ihn gerade nicht weiß. Hier pushen wir schon auf die Gegner, schöne Überbandengranate. Erstmal Doppel-ESC drücken, damit der Bug mit den Handcannons weg ist am PC. Picken hier mal die Heavy, haben wir auch einen neuen Granatwerfer, der hat das höchste Lichtlevel, deswegen spiele ich den überhaupt. Schöner Triple Kill, na gut, das war jetzt nicht ganz so schwer. Dann picken wir mal die Sniper-Muni auf, wie man schon sieht, haben wir wieder doppelt Sniper-Scavenger drin. Ja, die Perks habe ich jetzt auf Panzerhandschuh und Banner, oder Stiefel und Banner. Da haut es uns auf den Desktop. Das ist normal, wenn Nvidia GeForce Game Experience bla bla Update da ist. Da habe ich versucht zu snipen, das hat nicht so optimal funktioniert. Das Gute bei dem Perk ist, dass ihr gegen zum Beispiel Automatikgewehre relativ gut gegenhalten könnt jetzt mit Sniper. Gegen Waffen wie Pik Ass, die Großkalibergeschosse haben, natürlich nicht. Hier werfen wir über Bande eine Granate rein. Jetzt auch den einen oder anderen Assist da gefarmt. Jetzt pushe ich mal auf die andere Seite, um dann einen besseren Winkel zu bekommen. Der sitzt da gerade und schaut gar nicht. Dann können wir mit Schulterangriff und Nahkampf einen ausschalten. Jetzt werde ich natürlich hardcore gepusht. Ich baue mal eine Barriere dahin. Ja, konnte ich zumindest noch mitnehmen, aber mit der wenigen Energie konnte ich da nichts wirklich machen. Ich konnte da nicht fliehen, weil da außen auch noch einer war. Jetzt wollen wir aber doch mal ein paar Sniper-Headshots sehen. Lightning, mach mal was. Das ist übrigens eine blaue Sniper. Das ist so mit die beste, die ich im Energieslot habe und ich will ehrlich gesagt nicht eine Primär-Sniper nehmen, weil die Energiesniper doch irgendwie besser sind. Und ich dann eben entsprechend Pik Ass oder eben diesen Revolver hier spielen kann. Den habe ich auch noch mit einem anderen Perk, wo der Schuss nachträglich explodiert. Also nicht Explosivgeschosse, sondern zeitlich verzögert explodiert der Schuss. Ähnlich wie bei der Malfeasance. Hier mach mal Quickscope und nochmal Quickscope. Also No-Scope, Nahkampf und Quickscope. So rum. Besser. Da hat allerdings auch keiner auf uns geschossen. Man müsste wirklich mal im Private Match einen Vergleich machen zwischen den ganzen Perks, weil es gibt mittlerweile so viele und es ist auch die Frage, ob die sich stapeln lassen. Ich habe das schon mal getestet mit zweimal Sniper Unflinching. Konnte aber ehrlich gesagt nicht so genau feststellen, ob das jetzt gestapelt hat oder nicht. Ist halt auch ein bisschen schwer, weil jede Waffe flincht dich anders und wenn der Gegner immer eine andere Waffe spielt, dann kannst du nicht wirklich sicher sagen, ob das jetzt weniger Flinch ist oder mehr oder. Picken wir uns mal Dings auf. Jetzt muss ich leider nachladen und renne natürlich genau in den Reinighorst. Das ist immer sehr gut. Immer nachladen und in die Leute reinskaten. Das macht total viel Sinn. Das ist prima. Jetzt sind schon wieder alle. Jetzt sind wir unseren Solarhammer. Erst wird natürlich direkt in der Kiste hängen. Man darf rechts nichts neben sich haben, wenn man Solarhammer spielt. Aber da haben wir doch jetzt von ein paar den noch. Und jetzt ist es leider aus. Und dann nehmen wir ihn halt im Sprung raus. Da hat der Perk jetzt nichts mit zu tun. Das wurde tatsächlich bei allen Snipergewehren verbessert, dass man im Sprung besser treffen kann jetzt. Finde ich ehrlich gesagt ganz gut, weil es ist immer noch sau schwer. Aber wenn du das richtig machst und auf den Oberkörper zielst im Sprung, hast du wenigstens noch eine Chance, dich zu wehren, weil sonst kannst du halt nichts machen. Ne? Bist du im Sprung und dann wirst du die ganze Zeit angeschossen und du kannst halt nicht gegenschießen. Da bin ich leider dummerweise reingepusht, weil ich den mit Schulterangriff holen wollte, aber der hat's gerallt und sein Revolver uns ausgeschaltet stattdessen. Dann holen wir halt den im Schulterangriff. Da ist einer, ich schieße wieder zu hoch. Aber dann klärt der Revolver. Er ist übrigens auch ein 3-Tap-Revolver, also 3 Headshots. Dann ist der Gegner tot normalerweise. Sollten auch 2 Headshots und Körpertreffer reichen, bei 70 Headshot-Schaden. Aber das wird knapp, je nach Resilience, also Widerstandsfähigkeit des Gegners. Der Revolver spielt sich auf jeden Fall sehr angenehm, hat nicht ganz so viel Recoil wie Pik Ass. Hat dafür natürlich auch nicht die Mega-Perks, hat auch kein Firefly, aber ist dafür auch nur legendär und nicht exotisch. Ich muss sagen, mit Sniper Rifle Scavenger doppelt und man kriegt 3 Schuss-Dings, kann man quasi das ganze Spiel Sniper spielen. Das heißt nicht, dass man dann jedes Spiel 50 Abschüsse macht, wie mit Shotgun, aber man kann sich auf jeden Fall wehren. Ja? Man hat dann mal was, womit man auch mal
einen Super rausnehmen kann oder jemand, der mit Shotgun angerusht kommt. Etc. Ah, haben wir wieder unseren Schulterangriff aufgeladen. Das ist schon mal gut. Da oben sitzt einer. Jetzt könnten wir mal. Ja, zwei Treffer. Leider braucht man da drei Körpertreffer mit der Sniper. Das ist nicht ganz so glorreich. Aber ihr habt gesehen, er hat auf uns geschossen und wir konnten noch halbwegs vernünftig auf den Aim und zumindest Körpertreffer landen. Also Headshots, ja, wird schwierig. Den haben wir angeschossen. Jetzt kommt der Golden Gun Heini da. Mal vor aimen. Auf Kopfhöhe. Und ich schieße halt einen Millimeter daneben. Es ist halt normal. Da geht halt nix. Muss man halt auch was können. Ich hab letztens mal bei Realcraft im Stream zugeschaut, der kann auch nicht mehr snipen. Also immer noch besser als wir. Ja, das neue Jäger, Leere, Fokus, Super, Gedöns. Unsichtbar machen und Klingentanz. Er hat immer noch besser getroffen als wir, aber jeden Headshot trifft er auch nicht. Also, es ist tatsächlich relativ schwer am PC. Hat er mir das ja einfacher vorgestellt. Aber dadurch, dass die Bewegungsgeschwindigkeit so hoch ist und die ganzen Animationen einen permanent nach links und rechts ziehen und man Ausweichschritt hat und dies und das und ständig geflincht wird von 3000 Seiten, ja, schwierig. Aber man kann ja üben und man wird besser und wenn man sich mal mit einer Sniper richtig eingespielt hat und nicht ständig die Sniper wechselt und man nicht weiß, welches die beste ist, also so wie leere Blickzeiten, dass man mal eine legendäre hat, die wirklich richtig gut ist, die man immer spielt. Und dann halt auch entsprechend die richtigen Rüstungen anhat, die immer dieselben sind und nicht jedes Mal andere Perks haben. Sehr schön, Körpertreffer, No Scope. Und dann haben wir ihn mit Nahkampf ausgeschaltet. Deswegen nehme ich keine Shotgun, weil du kannst das selber eigentlich auch mit Sniper machen. Klar, Shotgun ist immer ein bisschen effizienter und einfacher zu handeln, aber ich finde, Sniper ist halt mehr Allround-fähig. Kannst dich halt auch mal auf Distanz verteidigen, wenn einer Dawnblade zündet, da willst du ja nicht unbedingt mit der Shotgun hin müssen. Da bist du ja dann eh in der Regel tot. Jetzt haben wir 13 Schuss und der Sniper, ihr seht schon. Mit diesem Sniper-Scavenger, den es ja endlich jetzt gibt, macht das richtig, richtig Sinn, Sniper zu spielen im PvP. Wie gesagt, man wird definitiv weniger Kills machen, als mit Shotgun rumzurennen, aber dafür macht man die cooleren Kills. Und es macht mehr Spaß. Wie zu guten alten Destiny-Zeiten eigentlich. Man hat permanent Spezialmuni, hat seinen Revolver, hat seine Sniper und Titan skatet da rum und macht Schulterangriff. Schön, dieses Forsaken. Richtig, richtig schön. Es ist zwar auch nervig, dass man jetzt ständig von Shotguns geholt wird, aber es hat halt immer eine Kehrseite auch, ja. Wenn man selber die Leute holen will mit Spezialmuni, dann haben die halt auch Spezialmuni. Da eine schöne Granate über Bande, den leider nicht getroffen. Aber dafür zwei Leute mit der Granate rausgenommen, weil sie sich nicht geblickt haben, dass der Lightning über Bande Granaten wirft. Das ist wirklich richtig gut bei der Granate, also die an die Wand werfen und die abprallen zu lassen. Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Da kann man sehr gut die Leute wegholen, ohne da direkt reinpushen zu müssen und 25.000 Peak-Ass-Headshots zu fangen. Da verschwende ich jetzt mal nicht meine Granaten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich im schwere Waffenslot spielen will. Eigentlich so ein Exo-Bogen. Oder ein extra Schwert, zum Beispiel das mit leere Schaden, wo man die Dinger schießen kann. Habe ich aber alles noch nicht. Der hat keinen Schaden gefressen vom Granatwerfer, auch nice. Ja, wenn ich sowas mal haben sollte, werde ich das machen, aber so lange muss ich halt Raketenwerfer vom Granatwerfer spielen, weil noch eine Sniper reinzutun, wenn ich pro Kill quasi drei Schuss für meine normale Sniper kriege, macht absolut keinen Sinn. Also Doppelsniper spielen macht sowieso keinen Sinn. Und dann drauf zu hoffen, dass ich da Powermuni picke oder Heavy. Ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Und so gut ist Darcy dann halt auch nicht. Bin so tot, Hilfe! Aber Forsaken, muss ich sagen, macht schon Spaß. Es ist auch sehr frustig, wenn die Leute bei Gambits lieber spielen, aber es ist auf jeden Fall abwechslungsreich und du kannst halt alles Mögliche machen, um Loot zu bekommen. Du kannst den PvP-Rang aufsteigen, wo ich unter anderem diese Exo-Rüstung hier bekommen habe, die leider nicht neu aus Forsaken ist. Und nicht die Stiefel. Oh nein, er hat's gemerkt. Da war der Gegner zu clever für uns. Aber du kannst halt alles spielen, so wie du lustig bist. Gehst mal in die Dreaming City, machst mal dies, spielst mal ein Raid, wenn der dann mal freigeschaltet ist. Und bist nicht permanent darauf angewiesen, irgendwelche Meilensteine zu machen, was ja überall das dümmste Prinzip war. Spiel drei heroische Strikes. Toll. Ich meine, die kannst du auch machen, so Weekly Bounties gibt's noch. Aber es gibt halt für alle möglichen Spielertypen irgendwie Weekly Bounties. Es gibt nicht nur PvE-Weekly Bounties und einen einzigen PvP-Weekly, sondern es gibt halt Gambit, es gibt dies, es gibt das.
Und da haben wir sie nochmal bekommen, das ist die 10 Paces, heißt sie im Englischen. Das ist der Revolver, den ich gerade gespielt habe, da habe ich euch das auch noch gesagt. 48 Abschüsse mit Revolver, Sniper und Granatwerfer und mit Solarhammer, okay, zugeben, aber das war doch ganz okay. Damit sind wir raus, holt euch den Enhanced Sniper Unflinching Mod. Der ist richtig gut und Sniper Scavenger ist auch richtig gut. Und bis dahin, ciao, ciao und tschüssikowski!